Seit dem Militärputsch in Myanmar vor einem Monat versinkt das Land im Chaos. Der Widerstand gegen die Militärregierung hat nun eine neue Heldin, An Nu Twang, eine katholische Nonne, stellt sich kniend, betend gegen die Polizei und schützt so immer wieder Demonstranten vor der Gewalt des Militärs. Diese hatten ja am 1. Februar im ehemaligen Burma die Macht übernommen und Regierungschefin Aung San Suu Kyi unter Hausarrest gestellt. Hunderttausende gehen seitdem auf die Straße, liefern sich fast täglich brutale Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften.